Herzlich willkommen zu der 5. Ausgabe von Einmal im Monat, der monatlichen Show von Lady Planet. Heute geht es um das Thema embryonale Entwicklung im Mutterleib, im Bauch. Genau. Ja, ich habe mir lange überlegt, soll ich eine Sommerpause machen im Juli und im August? Und wie ihr ja wisst, die Mens, wenn wir natürlich zyklisch leben, macht auch keine Sommerpause. Und darum ziehe ich das durch, dass wir die einmal im Monat Show, egal was passiert, machen. Weil, ja, wer kennt es nicht? Man geht in die Ferien, man hofft, die Mens kommt nicht und sie kommt dann eben doch. Ja, darum, es ist so, zyklisch Leben hat Vor- und Nachteile, aber trotzdem vergessen wir nie, dass der natürliche weibliche Zyklus hat so viel Schönes für uns parat. Und es ist einfach ein Wunder, wenn wir ihn erleben und nicht unterdrücken, aber selbstverständlich sind ihr frei zum Entscheiden. Ja, also, wir machen das heute miteinander machen. Vielleicht sind ihr in der Body, auf dem Balkon oder so. Es ist wirklich auch gerade ein bisschen heiß. Aber wir ziehen es durch, weil das ist das Leben. In den ersten 4 Shows, die könnt ihr nachschauen und vor allem auch den Ursprung. Dort haben wir ja gelernt oder miteinander erfahren, dass es einfach ein Wunder ist, dass wir in diesem Körper überhaupt sein können. Und ich nehme heute euch mit auf eine Reise durch die embryonale Entwicklung im Bauch. Weil es ist wirklich so, dass ein Embryo in diesen sogenannte 9 Monate oder 36 Wochen, wirklich die ganze Evolution von uns Menschen, die uralt ist, einmal durchlebt. Und auf diese Stufen werde ich euch jetzt mitnehmen. Und ich habe heute da ein bisschen viel Zettel, weil es ist jetzt nicht mein Hauptbereich, aber weil es mich so fasziniert, dass wir einfach sein können in diesem Körper, möchte ich euch das wertvolle Wissen mit auf den Weg geben, vor allem für die, die jetzt erst gerade frisch schwanger sind oder schon länger schwanger sind, dass ihr da könnt ein bisschen euch verbinden mit eurem Wunderwesen, das ihr in euch hineinträgt. Also, und zwar habt ihr ja im Ursprung gelernt, in der Sendung Ursprung, dass es braucht immer eine weibliche eine Eizelle von einer Frau und ein Sperma von einem Mann, dass ein neues Leben kann entstehen kann. Die Information, ob es ein Mädchen oder ein Bub gibt, kommt immer im Sperma vom Mann. Das haben wir ja gelernt. Keine Frau auf Erde ist schuld, wenn sie keinen Sohn geboren hat. Auch der Mann ist nicht schuld, es ist die Natur, die entscheidet. Jetzt, wenn die sich getroffen haben, das haben wir auch in der Ursprungssendung gesehen, sie treffen sich eigentlich, wenn das Eili aus dem Eierstock rauskommt und im Eileiter wartet dann schon die Spermas. Die Zellteilung von uns Menschen findet auf einer Wanderung von 4 bis 6 Tagen im Eileiter statt, bis sich dann das neue Leben in der Gebärmutter, in der obersten Schicht von der Gebärmutter-Schleimhaut einnistet. Und darum ist das eben auch so wertvolles Blut, weil falls wir ja nicht befruchtet sind, kommt das in Form von Mensblut raus. Darum, ich sage immer, ohne Mens kein Mensch. Genau. Und jetzt haben wir da ein super Bild, weil was sich zuerst entwickelt, sind sogenannte 3 Keimblätter. Und ich habe euch das Bild eingeblendet. Und zwar aus dieser Verbindung von Eizellen und Sperma gibt es ja wie so ein kleines, ganz kleines Rundumeli. In diesem Rundumeli, wenn die Zellteilung abgeschlossen ist, gibt es eben die 3 verschiedenen Keimblätter. Und ihr seht die 3 Farben. Das rote ist das äußere Keimblatt, Ektoderm genannt. Dann das orangige ist das mittlere Keimblatt, das Mesoderm. Und das innere Keimblatt ist das Entoderm. Und aus dem entstehen wir alle. Also es ist einfach fantastisch. Und zwar seht ihr beim nächsten Bild, was aus diesen 3 Keimscheiben alles sich entwickelt. Aus dem mit dem roten, also aus dem äußeren Keimblatt, entsteht später deine Atmung, die Lunge und der ganze Verdauungstrakt. Aus dem mittleren Keimblatt entstehen alle deine Knochen, dein Herz, dein Blutgefäß, dein Lymphgefäßsystem und die ganze Muskulatur. Dann beim inneren Keimblatt, das noch geteilt ist, dort entsteht dein unglaublich spannende Hirn, das ganze Rückenmark und das ganze Nervensystem. Und wenn ihr das so anschaut, ist es einfach
wie soll ich dem sagen, fast nicht zum Glauben, dass aus so drei Keimblätter ein Mensch wie du und ich und wir alle entstehen. Genau. Wir sind heute am Üben mit diesen Bildern und Regie und so. Seht man jetzt wieder mich? Genau. Und das ist gerade so der erste Punkt. In unserer Welt manchmal, oder egal in welchem Alter das du bist, oder auch wenn du ein bisschen rumschaust, irgendwie, wir Menschen ja, ehren uns zum Teil ja nicht so. Oder nicht mehr so, oder phasenweise gar nicht. Einem selber ja auch nicht. Und das Bild ist einfach fantastisch, dass man sich immer wieder verbinden kann mit diesen sogenannten drei Keimschichten. Und da gibt es irgendeine Intelligenz, die uns kreiert hat, die für alle Menschen auf Erde gilt. Also egal, was du glaubst, was du denkst, wie du aussiehst, was du für eine Hautfarbe hast, was du für eine sexuelle Ausrichtung hast, egal was, egal wo und wie du bist, wir alle sind. Und alles, was wir als Geschenk haben, wo wir Sinneserfahrungen machen können auf Planet Erde, ist entstanden aus diesen drei Keimblättern. Und nach wie vor ist das etwas, was mich völlig fasziniert. Und jetzt ist auch etwas, was ich total spannend finde. Beim nächsten Bild seht ihr die Entwicklungen von uns, wo eben zuerst wirklich gleich ist bei Mensch und Tier. Ihr seht oben links, habe ich pinkig markiert, nach ein paar Wochen, nach 2-3 Wochen, sind wir sozusagen einfach wie ein kleines Seepferdli. Also ja, so um die, sagen wir, um die, was jetzt muss ich spicken, ja, so 4., 5. Woche, sehen wir aus wie auch ihr seht nebendran ein Huhn, dann seht ihr ein Schildkrötli, ein Salamander und einen Fisch. Also alles, was lebt, und wir sind Wasserwesen, wir sind vor allem entstanden aus der Epoche von der Evolution der Fisch. Weil zuerst haben ja nur ein Zeller auf Erde gewohnt, ganz, ganz lange Zeit. Die Erde ist etwa 4 Milliarden Jahre alt, wenn das stimmt, gell? Und ihr seht jetzt hier oben, alle, wir sehen gleich aus. Wir sind wie ein kleines Seepferdli und die Anlagen sehen wirklich gleich aus. Ein grosser, übergrosser Kopf, dann haben wir die Anlagen für all die Keimblätter und für die Hände oder für wie sagt man, Krallen oder Pfoten. Und dann ein riesiges Schwänzlein, das sieht aus wie so eine Krevette. Und bei uns Menschen tut sich natürlich der Schwanz zurückbilden, bis zum kleinen Steißbein, das wir heutzutage noch haben. Und dann sehen wir wirklich in der zweiten Linie, wodurch sich pro Spezies entwickelt. Und es ist also wirklich enorm faszinierend, wie ähnlich dass wir in den ersten paar Wochen uns sind, Mensch und Tier. Und übrigens habe ich, nachher, wenn das Video abgespeichert ist, sehr vieles von heute Abend ist aus einer wunderbaren 3-Satz-Sendung von «Das Tier in dir». Also es ist wirklich fantastisch, kann ich euch von Herzen empfehlen, das zu schauen, ihren Beitrag. Und es ist total spannend. Ja, wie geht es weiter? Wie sehen wir alle Menschen? Und darum ist es so cool, wenn dich irgendjemand aufregt, kannst du die Bilder wieder verinnerlichen. Im Ursprung sind wir alle gleich. Jetzt seht ihr ein Bild aus der 4. Woche, wo wir alle etwa 1 Zentimeter lang sind. Und wenn ihr das ganz genau anschaut, seht doch das aus wie eine kleine Vulva. Ihr seht, und das ist eben so das Spannende, wir Menschen haben wie oben so unten. Ihr seht oben eine Öffnung, dann das sogenannte sieht so aus wie ein Gravettli, das zusammen ist und dann wieder unten eine Öffnung. Und natürlich der Dottersack und alles. Aber das Spannende ist eben, wir haben wirklich die Öffnung oben beim Maul und auch Öffnungen im Genitalbereich. Also wir haben das oben und das unten und in der Mitte beim Bauchnabel sind wir eigentlich wie so, das ist unsere, ja, unsere Trennung von oben und unten. Aber natürlich ist nicht trennt, sondern alles ist miteinander verbunden. Also der Embryo
Wie wir schon gesagt haben, durchläuft in diesen 9 Monaten alle Stufen der Evolution und zuerst sind alle gleich. Was aber ganz spannend ist, er hat bereits von Anfang an dann entwickelt er ein eigenes Blutgefäßsystem. Seht man mich jetzt wieder? Genau, und auch total spannend ist, also zuerst tust du mir als Embryo Nährstoff aufnehmen von der Schleimhaut. Wir haben so wie Zotten, wo wir uns andocken, aber sehr, sehr gleich haben wir ein eigenes Blutgefäß, weil das ist immer Trend zwischen Mutter und Kind. Das ist ganz wichtig. Was auch mega schön ist, und darum ist das, hör auf dein Herz, immer so wichtig. Wir haben ein einfaches Herz, das bereits ab dem 21. Tag anfängt zu entstehen und auch ganz, ganz schnell pöpperlet. Ja, ich bin mir bewusst, da streitet man darüber, ob das schon ein Herz ist, aber einfach für euch zum Wissen. Das Herz entwickelt sich vor dem Hirn. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder in unseren Alltag aufnehmen können, dass wir definitiv das Hirn und den Intellekt benutzen können, was uns manchmal auch schützt vor irgendwelchen Dummheiten oder Fehlentscheiden manchmal. Aber das Herz ist einfach wirklich etwas, das von Anfang an da ist. Und darum hört wirklich, wenn immer wie möglich, auf euer Herz. Und das ist auch direkt mit der Intuition verbunden. Wichtig auch für euch zum Wissen ist, dass eigentlich, wenn etwas von Natur aus schon nicht stimmen würde, also die Natur ist hochintelligent, die macht ja all die Kreation, die wir oft für selbstverständlich nehmen. Wenn jetzt schon in der 4. Woche die Natur würde merken, dass etwas nicht stimmt, tut sich das Embryo gar nicht weiterentwickeln und tut sich wieder ablösen. Dann, jetzt kommt ein bisschen viel Erzählung von mir, bevor das Bild kommt, das nächste Bild. Was passiert jetzt so ein bisschen zwischen der 4. und der 8. Woche? Nach 28 Tagen sehen wir eben aus wie ein Seepferdchen. Und der Kopf ist ein Drittel von unserem Ganzen. Nachher übrigens ist der Kopf, wenn wir ausgewachsen sind, nur noch ein Siebtel von unserem ganzen Körper. Aus der oberen Wölbung entsteht dann nachher der Unterkiefer, das Maul, der Oberkiefer, Nase und Ohren. Aus den anderen Wölbungen, die es hat, gibt es nachher das Herz und die Leber. Die Augenbläschen sind auch bereits da. Und wie wir schon gesagt haben, wir haben wirklich auch am Anfang einen Schwanz, der sich aber nachher zurückbildet. Und ihr habt vielleicht das schon gemerkt, wenn ihr beim Snowboarden oder sonst einer Sportart aufs Steißbein fällt, kann es so richtig wehtun. Dann haben wir noch Knorpel links und rechts. Und aus denen entstehen später unsere Arme und unsere Beine. Wir haben aber, und das erinnert uns an die Evolution vom Fischzeitalter, wir haben zuerst Schwimmhäute, weil wir sind Wasserwesen. Wir sind, ja, unser Ursprung ist im Wasser. Die Hand entwickelt sich übrigens vor den Füßen. Die Haut ist ganz durchsichtig und man sieht Blutgefäße. Die durchsichtige Haut haben wir übrigens aus der Evolution, aus der Quallenzeit, weil die sind ja auch durchsichtig. Und jetzt ist es ganz spannend. Bis in die 6. bis 8. Woche sind wir alle Menschen weiblich. Wir sind wirklich weiblich. Sprich, wir haben eine Geschlechtsknospe, die noch geschlechtsunidentisch ist. Will ich so reinschauen? Okay. Das ist jetzt ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, nimm mich doch, liebe Regie, aufs Close-up. Auf die Corder-Kamera. Okay, ich will das nicht. Also schaut, das ist mir ganz wichtig. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Männer Brustwärzli haben? Das ist genau aus dem Grund, weil alle Anlagen sind zuerst da, damit wir eventuell ein Mädchen oder eine Frau werden können. Erst nachher, also die Information ist ja schon im Sperma drin, aber erst ab der 8. Woche wird ersichtlich, ob wir ein Mädchen oder ein Bub sind. Genau, und jetzt kommt das nächste Bild. Ich jage da meine Regie um. Genau. Ihr seht hier die 8. Woche. Dann sind wir etwa schon 4 cm lang.
Wichtig auch für euch zu wissen, ab der 8. Woche tut man es nicht mehr Embryo nennen, sondern Fötus. Plazenta ist jetzt komplett ausgebildet und ist für den Austausch von Nährstoff und Sauerstoff zwischen Mutter und Fötus verantwortlich. Und ja, wie wir wissen, ist es definitiv nicht so ratsam, Alkohol, Nikotin und sonstige Giftstoffe zu sich zu nehmen. Wobei, da hört man auch wieder Theorien bei Frauen, die halt stark Nikotin oder sonst süchtig sind, dass es fast schlimmer ist für den Fötus, wenn die Mutter während der Schwangerschaft einen Entzug durchmacht. Aber ja, da muss ich sagen, kann ich selber nicht so viel dazu sagen. Dann, die Hand entwickelt sich weiter. Genau, jetzt können wir das Bild wieder wegtun. Genau. Hast du das Bild deaktiviert? Gut, okay. Okay, super. Ja, wir sind halt immer noch ein bisschen am Üben. Genau. Die Hand entwickelt sich weiter. Das Kind kann ja bei der Geburt schon greifen. Und aber noch nicht laufen. Also wir Menschen können zuerst greifen, bevor wir laufen können. Der Kopf fängt an zu wachsen nach der 8. Woche. Der Rumpf fängt sich an zu strecken. Die Ohrmuscheln, die Augen und die Nase entwickeln sich. Und übrigens, die Augen, die Konsistenz der Augen kommt auch aus der Qualenzeit. Also ist total spannend. Seit ich das weiss, schaue ich jetzt die Menschen nochmal ganz anders an und ihre Augen. Das glänzige Durchsichtige haben wir von der Qualle aus der Evolutionsstufe von der Qualle. Dann kommen die Ellenbogen und Kniegelenke. Die Hände und Füße sind zuerst einwärts gedreht. Die Organe sind alle angelegt und Körperteile sind ausgebildet. Und übrigens, das ist auch noch ganz spannend. Körperliche Missbildungen sind ab der 8. Woche fast nicht mehr möglich. Ich rede von körperlichen Missbildungen. Was sonst leider noch nachher kann doch schief gehen, vielleicht bei der Geburt oder sonstige Sachen, wo man ja zuerst gar nicht weiss, das ist etwas anderes. Ich rede von körperlichen Sachen. Die embryonale Entwicklung ist eigentlich ab jetzt dann abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu diesen spannenden Geschlechtsknospen, weil ab jetzt ist sichtbar, ob ihr ein Mädchen oder ein Bub gebärt. Und zwar seht ihr jetzt, und das ist übrigens aus dem sensationellen Buch von der Esther Elisabeth Schütz, Sexualität und Liebe, ich werde es euch nachher noch zeigen. Jetzt seht ihr hier, bis in die 8. Woche, seht ihr hier die Geschlechtsknospen, die alle Menschen gleich haben. Und wir erinnern uns immer wieder, egal wo ihr geboren seid, was ihr glaubt, denkt, welche Hautfarbe, welche Religion, welche sexuelle Ausrichtung, wir alle sind im Ursprung gleich. Wir haben zuerst die identische oder eben unidentische Geschlechtsknospen. Ab der 8. Woche tut sich aus dieser langsam dein Geschlechtsteil oder dein geniale Genital entwickeln. Weil Geschlechtsteil finde ich so schade in diesem Wort. Geschlecht ist ja schon schlecht drin. Jetzt seht ihr beim zweiten Bild, seht ihr links, wie sich es entwickelt bei einem Bub und rechts bei einem Mädchen. Ihr seht, beim Mädchen ist die Spalte grösser als beim Bub. Aber vergesst nie, es ist immer der gleiche Bausatz Mensch. Und ihr seht jetzt schon, auf was ich raus will. Die Knospen oben entwickeln sich natürlich bei einem Bub zu einer Eichel und bei uns Mädchen zu einer Klitorisknospe und einer Klitoris. Links und rechts seht ihr sozusagen die Seitenwülste und dort entwickelt sich, dort sind schon bereits unsere Eier, also Eierstöcke, also unsere Eier. Und bei uns Mädchen wandern die nachher in den Bauchraum rein, sprich aus denen gibt es unsere Eierstöcke. Und aus dem gleichen Bausatz Mensch gibt es bei Buben, sprich bei Männern, dann in diesen Wülsten gibt es dann die Hoden. Die gehen aber erst kurz vor Geburt vom Bauchraum runter in den Hodensack. Genau. Jetzt seht ihr, wie es dann natürlich ist bei ausgewachsenen Erwachsenen. Natürlich, bei Geburt haben wir in den allermeisten Fällen
klar identisch ausgebildete männliche geniale Genitalien oder weibliche geniale Genitalien. Und selbstverständlich seht ihr, wie das so spannend ist. Man sagt ja, die Männer sind wie zusammen, haben sie so eine Naht, wo sie zusammengebaut sind. Und das ist übrigens auch zum Teil sehr erogene Zone. Da tut euch Evelyn amix Bescheid geben. Das Frenulum, das ist dort der Punkt zwischen den Eicheln und der Naht am Schaft vom Penis. Also durchaus sehr interessant, dort ein zu massieren. Sorry, leicht abgeschweift. Also ihr seht links die männlichen geniale Genitalien. Und bei uns Frauen hat es sich dann so entwickelt, dass Klitorisknospen zum Teil sichtbar ist. Und Klitoris, unser Schwellkörper, ist nach innen verbaut. Klitoris ist ja 9 bis 12 cm lang. Und darum erkläre ich immer in meinen Kursen, wie wichtig das Küssen ist. Weil unser Schwellkörper, unsere Klitoris, hat etwas länger, bis sie durchblutet und parat ist zum Sexeln. Weder der männliche nach außen orientierte Schwellkörper. Ihr seht hier auch wunderbar die Harnröhrenöffnung, den Vaginaeingang. Dann seht ihr die inneren und die äußeren Venuslippen. Ihr seht jeweils bei beiden den Damm und den Anus. Genau. Und jetzt ist es so, ja, im Moment wird ja mega viel diskutiert, von wegen eben, ja, wir sind alle gleich und das Geschlecht kommt nicht drauf an. Nein, das ist es so. Am Anfang der Entwicklung sind wir definitiv alle gleich. Seelisch ist es auch so. Eine Seele braucht kein Geschlecht. Gefühl und alles, das ist universell. Liebe ist universell. Aber in den allermeisten Fällen werden wir Menschen mit klar identischen, genialen Genitalien geboren. Die Frage ist, ja, kannst du dich mit ihnen in Frieden verbinden oder bist du dort eher ein bisschen im Kampf? Und in seltenen Fällen gibt es etwas, ja, wo es wirklich nicht identisch ist. Wir haben eine Gynäkologin in unserer Weiterbildung. Sie hat gesagt, in 20 Jahren Praxiserfahrung hat sie ein Wesen gesehen, das effektiv sogenannt geschlechtsunidentisch geboren worden ist. Und früher, das ist wirklich traurig, haben die Eltern in der kürzesten Zeit nach Geburt müssen entscheiden, ob man daraus ein Mädchen oder einen Bub baut. Und das kann natürlich sein, dass die jetzt junge Erwachsene sind oder Erwachsene und sich wirklich nicht in ihrem Körper fühlen. Und darum sucht mal das Gespräch mit euren Eltern, ob das eventuell so ist. Aber ja, in den allermeisten Fällen ist es halt schon klar identisch. Aber vielleicht vom Äußeren ist es eventuell nicht so. Und da ist es einfach wichtig, dass wir niemanden diskriminieren. Aber wir haben ja heute Möglichkeiten, um uns wirklich von der Kleidung oder von der sexuellen Ausrichtung sehr, sehr vielfältig in der Welt zu bewegen. Genau. Aber vergesst nie, ja, die ersten 8 Wochen sind wir geschlechtsunidentisch, sprich weiblich. Und nachher geht es dann in die Polaritäten. Jetzt haben wir das Bild von der 12. Woche. Da sind wir etwa 9 cm lang und bereits 20 Gramm schwer. Wir Mädchen verfügen übrigens bereits jetzt über etwa 5 Millionen Eizellen schon im Bauch inne. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann in die Pubertät kommen, sorry, das ist gerade ein richtiger Gump, haben wir etwa noch 400'000 Eizellen zur Verfügung. Und wie ich schon gesagt habe, die Hoden gleitet vor der Geburt vom Bauchraum in den Hodensack. Also sprich, die Eile der Männer gleitet in den Hodensack. Was passiert noch in dieser Phase? Die Produktion der roten Blutkörperchen übernimmt jetzt die eigene Leber, Milz und Knochenmark. Der Kopf richtet sich langsam auf. Übrigens ist es so, dass wir, da sind wir immer noch so ein bisschen im Fischentwicklungsalter. Fisch haben ja den Kopf nicht können heben, sie haben ja keinen Hals gehabt. Und wir schweben auch wie Fisch, schwerelos im Fruchtwasser. Und jetzt sieht man aber bereits auch, dass wir Anlagen haben für Zähne und Kiefer. Und übrigens, Kiefer und Zähne kommt aus der Epoche der Entwicklung der Haifische. Also wir haben unseren Biss und unseren Kiefer von den Haifisch übernommen. Leider haben wir nicht übernommen, dass unsere Zähne nachwachsen. Bei den Haifisch ist das so. Jetzt ist es bereits so, sonst können wir das Bild, genau, das ist ein bisschen lang. In dieser Phase ist es so, dass der Fötus bereits Wasser schluckt. Und durch diese Übung tut es den Verdauungstrakt anfangen zu trainieren. Es macht durch das auch Bisse ins Wasser, ins Fruchtwasser.
Und jetzt ist das natürlich, denkt ihr, wow, echt abgefahren. Hey, aber jetzt müsst ihr hören. Die Natur ist so clever. Alle 3 Stunden gibt es sozusagen eine Erneuerung vom Fruchtwasser über die Plazenta. Also auch da, wir sind in einem wunderbaren Pool von Salzwasser, perfekt temperiert. Chillen wir sie dort in dem wunderbaren Ozean, weil wir sind ja, Wasserwesen. Und sogar alle 3 Stunden lassen sie uns das Pool neu einlassen. Ist doch einfach fantastisch, oder? Und in dieser Zeit, wenn wir durchkeimen, wie eben das Fisch, wir sind so entwickelt worden, dann wir schnaufen und so wird auch die Atemmuskulatur bereits trainiert. Aber dann können wir noch wie Fisch durchkeimen atmen. Und es gibt einzelne Fälle, wo übrigens bei Babys der Keim sich nicht richtig zurückgebildet hat. Und dann hat man so wie noch Keimlöchli, also es ist total spannend. Dann seht ihr das nächste Bild von der 16. Woche. Die 16. Woche sind wir bereits etwa 16 cm gross und 150 Gramm schwer. Und die Frage ist immer, ab wann spürt man das Baby? In den meisten Fällen, aber das ist sehr, sehr individuell, viele sagen, bei dem zweiten Kind spüren sie es viel früher als beim ersten. Man sagt so, ab der 18. Woche kann eine Mami oder eine Bauchmutter Bewegungen vom Baby wahrnehmen. Gut. In dieser Phase tut sich bereits Kopfbehaarung entwickeln und das Fettgewebe wird gebildet. Weil am Anfang hat ja das Baby, und das wissen die, die schon geboren haben, noch keine gute Wärmeregulierung. Darum ist es auch wichtig, dass wir eine gute Behaarung haben, weil es erinnert uns an die Evolutionsepoche, wo wir noch einen Pelz hatten. Aber die Föten haben sehr, sehr viel Behaarung, aber sie tut sich nachher dann langsam wieder zurückbilden. Dann geht es weiter mit dem Bild in der 20. Woche, etwa 25 und bereits 300 Gramm schwer. Und übrigens, einfach zum Wissen, vor der 22. Schwangerschaftswoche ist es fast unmöglich, dass frühe Geburten überleben können, auch trotz der Technik, die man heutzutage hat. Also das ist vor der 22. Woche ganz schwierig. Dann sehen wir das Bild von der 24. Woche. Das ist so ein bisschen Ende 6. Monat, ist die Haut mit einer Weissschicht oder auch Käseschmierung genannt, überzogen. Einerseits schützt das den Fötus und andererseits, und das ist mega lustig, jetzt können wir das Bild wieder weg tun, es ist mega lustig, als ich das erfahren habe, die Käseschmierung macht das Kind auch schlüpfrig für die Geburt. Grossartig, oder? Dann haben wir eben Flaumhaar am ganzen Körper, wo sich wieder zurückbildet. Kopf und Augenbrauen entwickeln sich langsam. Und ab der 24. Woche können die Föten Geräusche wahrnehmen, grelles Licht wahrnehmen, greifen und am Daumen lutschen. Genau. Dann sehen wir das Bild von der 28. Woche. Da sind wir bereits etwa 35 cm lang und 1300 Gramm schwer. Ab etwa 7,5 Monaten im Bauch können wir Augen auf- und zu machen. Finger- und Zehennägel entwickeln sich. Und das ist jetzt auch mega spannend. Wir können das Bild wieder wegnehmen. Das mit den Finger- und Zehennägel kommt aus der Epoche der Evolution der Amphibien. Weil die haben ja Reptilien. Also wir haben ja uns vom Wasser als Land entwickelt. Eben zuerst Einzeller für x Milliarden, dann ein Mehrzeller, dann Quallen, dann Fisch, dann verschiedene Fische. Und dann sind wir als Land, weil die grossen Fische haben die kleinen Fische gefressen, sind wir als Land und vom Land haben wir uns langsam, vom seichten Wasser haben wir uns langsam als Land entwickelt. Und die haben ja müssen krabbeln und draufklettern und jagen. Und darum das Material, das Keratin von deinen Zehen und Fingernägeln, haben wir den Reptilien zu verdanken. Krallen, das sind unsere ehemaligen Krallen. Mega spannend. Weil ja, die Fische haben noch kein Keratin gehabt. Oder so, genau. Auch mega spannend.
Wir haben auch aus dieser Reptilienphase unsere schuppige Haut zu verdanken. Und jetzt kommt etwas total Spannendes. Reptilien hüten sich alle 27 Tage. Und auch unsere Haut tut sich alle 27 Tage, alle Hautschüppli, alle Hornschüppli, tun sich wie so eine Generation abschütteln. Und per Zufall ist das wieder ungefähr gleich lang wie ein Mondphasenzyklus oder wie ein Zyklus von einer Frau. Und darum ist das wieder meiner Meinung nach kein Zufall. Was passiert noch? Das sogenannte dritte Auge haben wir auch von der Leguane geerbt. Der Leguan musste durch das dritte Auge Tag- und Nachtrhythmus anfangen wahrnehmen. Und das ist jetzt bei uns die Zirbeldrüse, unser dritte Auge. Und auch das steuert nach wie vor unseren Tag- und Nachtrhythmus. Genau, und auch haben wir am Leguan dieser Entwicklungsstufe zu verdanken, dass durch das Keratin unsere Haut nicht austrocknet. Darum Keratin ist wirklich ein wichtiger Baustoff in uns Menschen inne. Und in dieser Phase haben wir bereits schrumpelige, aber immer noch durchsichtige Haut. Fettpolster bildet sich aber weiter und man nimmt mehr zu. Genau, man wird rundlicher und schwerer. Und jetzt seht ihr, jetzt kommen wir bereits zu der 32. Woche. Ihr seht, wir sind schon 40 cm und 2200 Gramm. Und übrigens, das mit der Gewichtsangabe ist immer sehr individuell, gell? Keine Panik. Wichtig auch zu wissen, unser Blut, in unserem Blut ist die Konzentration von Salz und anderen Mineralien etwa ähnlich wie im Meerwasser. Und darum ist es total spannend, dass vielleicht die einen Menschen haben ja auch gerne Meer und Meerwasser und andere eben nicht. Wer weiß, vielleicht erinnert das uns an die Zeit im Bauch. Vielleicht sind wir dort gar nicht so happy gewesen, weiß ich nicht. Aber es ist ganz spannend, dass es da Unterschiede gibt bei den Menschen. An vielen Menschen geht sehr gut am Meer und im Salzwasser. Und vielleicht erinnert das uns an eine völlig unbeschwerte Zeit im Bauch von Mami. Ja, auch wichtig war noch ein wichtiger Eiweißbaustein in unserer Entwicklung, weil Fische haben ja noch keine richtigen Knochen gehabt und an Land hat man das gebraucht. Man musste der Gravität trotzen. Das Kollagen sorgt dafür, dass wir gesunde Knochen und Knorpel haben. Und das ist nicht zu unterschätzen, also auch Leute, die Mühe haben mit Knorpel und Knochen. Ich habe auf meiner Website unter Nahrungsergänzung habe ich die Hühnerkraftbrühe. Und ja, das gehören jetzt die einen nicht so gerne, aber mit Rinderkraftbrühe, wo Knochen abgekocht werden, oder eben Hühnerkraftbrühe, das uralte Rezept, dort hat es am meisten Kollagen drin für gesunde Knochen und Knorpel. Und die Kraftsuppe ist auch super nach Geburt, nach starker Mens, nach Grippe oder Krankheit. Ich habe natürlich auch eine vegane Lösung, aber wir bringen es einfach nicht richtig hin. Das Kollagen findet ihr vor allem eben in abgekochten tierischen Knochen. Und vielleicht habt ihr noch die Erinnerung an eure Grosseltern. Und zwar haben doch die früher so eine klare Brühe mit Mark gegessen. Mit dem Knochen. Und das ist Superpower für euch Knochen und Knorpel. Genau. Ich habe das auch mal noch gegessen als Kind. Und was mir dann gesagt haben, was es genau ist, kann ich es nicht mehr können. Aber wer weiß, vielleicht fehlt euch das echt. Ich weiß es nicht. Aber natürlich gibt es Präparate, die ihr ausweichen könnt. Aber es ist einfach ein biologischer Fakt, dass dort am meisten Kollagen drin. Weil wir haben ein stabiles Skelett gebraucht und das verdanken wir eben den Reptilien und auch zum Beispiel den Fröschen, die eine unglaubliche Muskelkraft entwickelt haben, um sich an Land fortzubewegen. Darum die Muskeln haben wir den Fröschen zu verdanken. Dann geht es weiter. Bereits in die 36. Schwangerschaftswoche haben wir noch ein Bild. Wir sind zwischen 45 und 50 cm lang und etwa 3,5 kg schwer, aber wie gesagt, es ist extrem unterschiedlich. Genau, jetzt können wir das Bild wieder weg tun. Greifreflexe sind schon völlig da und übrigens auch Sexualreflexe, weil wir Menschen sind sexuelle Wesen. Bereits im Bauch, also auch schon vor der 36. Woche, haben wir durchaus Entladungen. Das ist ein Spiel zwischen
Anspannung und Entspannung. Erwachsene verbinden das immer gerade mit Erwachsenensexualität verbinden. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Ja, und zwar, wenn ihr Babys habt, das kommt dann nachher mal noch, wenn Babys manchmal sich so feststrecken und ganz einen roten Kopf bekommen und nachher wieder so loslassen, das ist eine erste Entladung. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl. Das ist völlig natürlich und normal. Ja, bei Bübli im Ultraschall sieht man durchaus manchmal einen erigierten Penis. Das haben vielleicht die einen von euch bei einem Ultraschall bereits schon dürfen erleben. Ja, der Fötus kann Licht wahrnehmen und anscheinend kann schon sehen, hören, tasten, spielen und träumen. Mega spannend. Arm und Bein sind angewinkelt, es wird eng, der Kopf ist nach unten und der Kopf passt perfekt in die Beckenöffnung. Genau. Und jetzt haben wir noch ein letztes Bild und das Bild ist vor allem für Männer, falls ihr zuhört. Und zwar seht ihr hier die Entwicklung von einem Embryo zu einem Fötus in Form von Früchten. Und ich finde das so cool als Bild für alle Menschen, die eben selber kein Baby im Bauch hatten oder je werden haben. Also im ersten Monat sind wir wie eine Hagebutte. Dann sind wir im zweiten Monat wie ein Krise. Im dritten Monat wie eine Pflume. Im vierten Monat so gross wie eine Birne. Im fünften Monat so gross wie eine Grapefruit. Sechsten Monat so gross wie eine Papaya. Siebten Monat so gross wie eine Ananas. Achten Monat so gross, ich glaube, das ist ein Kürbis. Und es gibt ja so einen lustigen YouTube-Videos, wo Frauen den Männern eine Wassermelone umgebunden haben und sie darum gebeten haben, gewisse Übungen oder ja, Bewegungen, die sie im Alltag noch machen, im neunten Monat nachzuspielen. Und das Video ist absolut ein Knüller auf YouTube oder TikTok. Genau. Und darum ist es wirklich witzig. Geht das mal suchen. Ja, jetzt habe ich euch dafür mitnehmen, schon wieder ein Zeitchen, eine halbe Stunde, auf die Reise durch die Entwicklung. Wie gesagt, ein Embryo, sprich ein Fötus, durchlebt in 9 Monaten die ganze Entwicklung der Evolution auf Erde. In dem Video, das ich euch nachher verlinke, war etwas völlig eindrücklich. Wenn man die Entwicklung von uns Menschen oder dem Planeten würde nehmen, in 24 Stunden darstellen, wären wir Menschen, so wie wir jetzt sind, ich rede von Homo sapiens, erst gerade mal 3 Sekunden auf Planet Erde. Also es ist wirklich so, dass 2 Milliarden Jahre lang sind nur Einzeller auf diesem Planeten anscheinend gewesen. Wobei auch gell, die Forscher selber, die einen sagen ja, die Erde ist eine Scheibe, die einen sagen, sie ist rund, die einen sagen, die Evolution stimmt nicht und es ist nur eine Truman-Show. Also easy, gell? Findet eure eigene Worte. Aber ist einfach, ich finde das Video fantastisch, weil es macht so wirklich Sinn, wie wir uns entwickelt haben aus diesen Wasserwesen, durch die Fisch, durch Quallen, durch Fisch mit Bones, wie sagt man, durch Knochentierli, Säugetierli, Wirbeltierli, was die Quallen uns mitgegeben haben und Reptilien und Amphibien. Und nachher ist es eben so, es geht weiter, dass der Mensch dann, also das Leben hat sich an Land entwickelt und von den Reptilien und allem sind wir dann eigentlich zu den Tieren gegangen, die sich besser aufrichten können, sprich auch zu den Äffli. Und der Schimpans ist uns anscheinend biologisch nach wie vor 99% verwandt. Die Krallen der Amphibien und der Reptilien haben sich dann nachher entwickeln mit dem Fingerbeere, weil wir uns müssen von Baum zu Baum eigentlich fortbewegen. Und die Krallen sind nicht unbedingt optimal gewesen und darum hat sich dann das entwickelt. Jetzt aber, etwas ist eben ganz spannend. Warum, auch wenn der Schimpans uns so ähnlich ist, kann er nicht reden und nicht aufrecht gehen? Und zwar hat er anscheinend im Rachen einen kleineren Resonanzraum wie wir Menschen. Und er hat eine gekrümmte Wirbelsäule und eine andere Beckenstellung, dass er nicht aufrecht gehen kann. Aber sonst ist es nach wie vor so, dass er uns zu 99% verwandt ist. Es gibt jetzt da eine Theorie,
Und ich sage, es ist eine Theorie. Weil der Mensch sich dann, also ja, dort habe ich dann so meine, was ist nachher passiert, oder? Was ist nachher passiert, dass wir haben können, ja, uns weiterentwickeln, dass unser Hirn sich weiterentwickelt hat, wieder beim Schimpans. Und das ist etwas, ja, wo Theorien auseinandergehen. Es gibt da eine Theorie, die sagt, der Mensch hat dann irgendwann, oder ja, die Menschenarten haben irgendwann gelernt, wie sie Nahrung dann auch kochen können. Eine Theorie besagt, dass wenn wir gekochte Nahrung oder brötletes Fleisch essen, die Energie als Hirn schneller verfügbar ist und durch das sich das Hirn besser und schneller hat können entwickeln. Wobei, gell, ich kenne Leute, die sich voll eigentlich Rohkost ernähren, weil Schimpansen sich Rohkost ernähren und vegetarisch ernähren. Darum bin ich dort nicht so sicher, aber da weiss ich definitiv zu wenig Bescheid. So, liebe Menschen, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht, auch wenn es ein schöner Sommerabend ist, ihr könnt ja die Sendung nachhören. Ja, vergessen wir einfach nie, wir Menschen, Homo sapiens, sind fängt 3 Sekunden auf Planet Erde. Und es wäre einfach mega schade, wenn wir uns selber und ja, unser Umfeld und unsere Natur zerstören. Aber auch da ist ganz spannend in dieser Doku. Zum Teil hat es krasse Klimawandel gegeben, und der Mensch hat sich an dem müssen anpassen. Also lasst euch da auch nicht verrückt machen mit dieser ganzen Geschichte mit dem Klima. Ja, ich denke schon, wir haben einen Einfluss, aber so wie ich da in dieser Doku erfahren habe, hat es wirklich zum Teil ganz krasse Eiszeiten gegeben und eine ganz krasse Hitzeperiode, wo zum Teil nur noch 25% der Spezies überlebt haben. Also darum, macht euch da nicht ein zu krasses Gewissen, weil es kann wirklich wie ein Bumerang auch gegen euch kommen. Also ehren wir die ganze Entwicklung, das Wunder vom Menschsein. Und wer weiß, vielleicht können wir durch die Verbindung von diesen Gemeinsamkeiten, die wir alle haben, egal wie gesagt, was wir glauben, was wir denken, wie wir aussehen, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, ob man sich mit oder nicht mit dem eigenen genialen Genital kann, identifizieren kann. Vielleicht ist das ein Stückchen Frieden, das wir miteinander teilen können, dass wir das Wunder Mensch einfach mehr ehren können, anstatt einfach so gegen uns sein und auch gegen unseren Körper. Weil er gibt jeden Tag alles mit jeder einzelnen Zelle, dass wir eine Erfahrung machen können. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sommer. Wir sehen uns im August wieder. Das nächste Thema wird sein, Schwangerschaft aus der Perspektive der Frau. Was verändert sich in der Frau während diesen 9 Monaten? Und natürlich dann die übernächste Sendung wird sein, was verändert sich, wenn man schwanger ist? Weil Männer sind ja auch mitschwanger aus der Perspektive der Männer. Genau. Also, alles, alles Liebe. Und natürlich könnt ihr anytime auch beim nächsten Mal ins Studio kommen. Ich würde mich sehr freuen. Alles Weitere findet ihr auf ladyplanet.ch unter Kurse. Alles Liebe.